So Leute, Chili Trail. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Ist die erste Abfahrt für heute. Dementsprechend unvorbereitet bin ich. Aber egal, das wird schon werden. Es ist ziemlich kalt, meine Hände sind auch eingefroren. Aber egal. Wir gehen hier mal trotzdem rein, bisschen was blind zu fahren, ist für mich gar kein schlechtes Training. Es hilft oft beim Linienwalltraining, wenn man mal ein bisschen was blind fährt, um bessere Linien zu finden. Ja, ihr seht, die Trails hier sind alle staubtrocken, also hier ist wirklich eine nasse Stelle ist drin im Montesole Trail, aber die ist eigentlich gar nicht erwähnenswert. Also das ist wirklich sehr sehr entspannt hier, aber die Locals haben uns gesagt, dass es hier auch keinen Schnee über den Winter gab, eigentlich gar keinen Schnee bis auf 2 Tage. Und deshalb hier so aussieht. So, weiter geht's. Kurze Pause gemacht. Okay. Scheiße. Ganz schön hart. So Leute, es geht weiter Chili Trail. Also ihr müsst mal vom Ausstieg nach dem Steinfeld ein paar Meter die Straße runterrollen. Dann geht es durch so einen Hof und hier geht jetzt der Chili Trail weiter. Einmal aufmachen. Yes! Weiter geht's. Geil! Beste Highline! Nice! So, Chili Trail geht hier runter. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier damals gefahren bin. Oh! Shit! Man bestimmt oben fahren. Oh, kurze Pause, Leute. Oh, meine Hände sind nach 3 Tagen schon gut am Sack. So, weiter geht's.
Pump, pump. So, mal gucken, was hier kommt. Ob hier was kommt. Ja, es geht weiter. Trail. Schön die großen Steine umfahren. Uphill. Und weiter geht's. Lol, das war ein Tannenzapfen, aber ich habe mich kurz erschrocken, aber es war nur ein Kiefernzapfen im Schutzblech, im Mudguard. Wuh, geil. So, unterer Teil vom Sunny Benny.